soll die ein christlich Begräbnis erhalten, die vorsätzlich ihre eigene Seligkeit sucht? Ich sage dir, sie soll's. Mach also flugs ihr Grab. Der Totenbeschauer hat über sie gesessen und christlich Begräbnis erkannt. Wie kann das sein, wenn sie sich nicht defensionsweise ertränkt hat? Nun, es ist so befunden. Es muss aber se offendendo geschehen. Es kann nicht anders sein. Denn dies ist der Punkt. Wenn ich mich wissentlich ertränke, so beweist es eine Handlung. Und eine Handlung hat drei Stücke. Sie besteht in Handeln, Tun und Verrichten. Ärgerl hat sie sich wissentlich ertränkt. Ei, hört doch, Gevatter Schaufler. Erlaubt mir. Hier steht das Wasser. Gut. Hier steht der Mensch. Gut. Wenn der Mensch zu diesem Wasser geht und sich selbst ertränkt, so bleibt's dabei. Aber wollen oder nicht, dass er hingeht, merkt euch das. Aber wenn das Wasser zu ihm kommt und ihn ertränkt, so ertränkt er sich nicht selbst. Ärgel, wer an seinem eigenen Tode nicht schuld ist, verkürzt sein eigenes Leben nicht. Ja, so ein Schmarrn. Ist das rechtens? Ei, freilich. Nach dem Totenbeschauerrecht. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Wenn's kein Fräulein gewesen wäre, so wäre sie auch nicht auf geweihtem Boden begraben. Ja, da haben wir's. Und es ist doch ein Jammer, dass die großen Leute in dieser Welt mehr Aufmunterung haben, sich zu hängen und zu ersäufen, als ihre Christenbrüder. Komm, den Spaten her! Es gibt keine so alten Edelleute als Gärtner, Grabenmacher und Totengräber. Sie pflanzen Adams Profession fort. War der ein Edelmann? Er war der Erste, der je armiert war. Das war er nicht. Was? Bist ein Heide? Wie legst du die Schrift aus? Die Schrift sagt, Adam grub. Konnte er ohne Arme graben? Ich will dir noch eine andere Frage vorlegen. Wenn du mir nicht gehörig antwortest, so bekenne. Nur zu. Wer baut fester als der Maurer, der Schiffsbaumeister oder der Zimmermann? Der Galgenmacher. Denn sein Gebäude überlebt an die 1000 Bewohner. Dein Witz gefällt mir, meiner Treu. Der Galgen tut gut. Aber wie tut er gut? Er tut gut an denen, die übel tun. Nun tust du übel zu sagen, der Galgen ist stärker gebaut als die Kirche. Also würde der Galgen an dir gut tun. Nochmal dran, frisch! Wer stärker baut als ein Maurer, ein Schiffsbaumeister oder ein Zimmermann? Ja, sag mir das, und du sollst Feierabend haben. Mein Seel, nun kann ich sagen, frisch! Sapperment, ich kann's doch nicht sagen. Zerbrich dir den Kopf nicht weiter darum. Der dumme Esel geht doch nicht schneller, wie du ihn auch prügeln magst. Und wenn dir jemand das nächste Mal die Frage stellt, antworte, der Totengräber, die Häuser, die er baut, wären bis zum jüngsten Tage. Geh, mach dich ins Wirtshaus und hol mir einen Schoppen Branntwein. In jungen Tagen ich liebend hält, das dünkte mir so süß, die Zeit zu verbringen, ach, früh und spät, behagte mir nichts wie dies. Hat dieser Kerl kein Gefühl von seinem Geschäft? Er gräbt ein Grab und singt dazu. Die Gewohnheit hat es ihm zu einer leichten Sache gemacht. Doch, Alter, mit dem schleichenden Tritt hat mich gepackt mit der Faust und hat mich weg aus dem Lande geschifft, als hätte ich dann nimmer gehaust. Ein Grabscheit und ein Spatenwohl samt einem Kittel aus Lein und oh, eine Grube, gar tief und hohl, für solchen Gast muss sein. Ich will diesen Burschen anreden.
Wessen Grab ist das, Freundchen? Meines Herrn. Und oh, eine Grube, gar tief und hohl, für solchen Gast muss sein. Ich glaube wahrhaftig, dass es deines ist, denn du liegst darin. Ihr liegt draußen, Herr, und also ist's nicht eures. Ich liege nicht da drin, und doch ist es meines. Du lügst darin, weil du darin bist und sagst, dass es deines ist. Es ist aber für die Toten, nicht für die Lebendigen. Also lügst du. Es ist eine lebendige Lüge, Herr. Sie will von mir weg, zu euch zurück. Für was für einen Mann gräbst du es? Für keinen Mann. Für was für eine Frau denn? Auch für keine. Wer soll denn darin begraben werden? Eine gewesene Frau, Herr, aber Gott hab sie selig. Sie ist tot. Wie keck der Bursch ist. Wir müssen nach der Schnur sprechen, oder er sticht uns mit Silben zu Tode. Wie lange bist du schon Totengräber? Von allen Tagen im Jahre kam ich just den Tag dazu, da unser voriger König Hamlet den Fortinbras überwand. Wie lange ist das her? Wisst ihr das nicht? Das weiß jeder Narr. Es war denselben Tag, wo der junge Hamlet geboren ward, der nun toll geworden und nach England geschickt ist. Also, warum haben sie ihn nach England geschickt? Nur weil er toll war. Er soll seinen Verstand da wiederkriegen. Und wenn er ihn nicht wiederkriegt, so tut's da nicht viel. Warum? Man wird's ihm da nicht viel anmerken. Die Leute sind da ebenso toll wie er. Wie wurde er toll? Seltsam genug, sagen sie. Wie seltsam? Mein Seel, just dadurch, dass er den Verstand verlor. Kennt ihr den Grund? Freilich, dänischer Grund und Boden. Ich bin hier seit 30 Jahren Totengräber gewesen. In jungen und in alten Tagen. Wie lange liegt wohl einer in der Erde, ehe er verfault? Mein Treu, wenn er nicht schon vor dem Tode verfault ist. Wie wir denn heutzutage viele lustsiche Leichen haben, die kaum bis zum Hineinliegen halten. So dauerte euch ein 8 bis 9 Jahre aus. Ein Lohgerber 9 Jahre. Warum der länger als ein anderer? Ei, Herr, sein Gewerbe gerbt ihm das Fell so, dass es eine lange Zeit das Wasser abhält. Und das Wasser richtet so einen Hurensohn von Leichnam verteufelt zugrunde. Hier ist ein Schädel, der euch 23 Jahre in der Erde gelegen hat. Wem gehört er? Einem verrückten Hurensohn. Wer denkt ihr, dass es war? Tja, ich weiß nicht. Das Wetter über den verrückten Schalk. Er goss mir einmal eine Flasche Rheinwein über den Kopf. Dieser Schädel da war Yoriks Schädel, des Königs Spaßmacher. Dieser? Ja, ja, eben der. Ach, armer Yorick. Ich kannte ihn, Horatio. Ein Bursche von unendlichem Humor, voll von den herrlichsten Einfällen. Er hat mich 1000 Mal auf dem Rücken getragen. Und jetzt, wie schaudert meine Einbildungskraft davor. Mir wird ganz übel. Wo sind nun deine Schwänke, deine Sprünge, deine Lieder, deine Blitze von Lustigkeit, wobei die ganze Tafel in Lachen ausbrach? Ist jetzt keiner da, der sich über dein eigenes Grinsen aufhielt? Alles weggeschrumpft? Glaubst du, dass Alexander in der Erde solcher Gestalt aussah? Gerade so. Zu was für schnöden Bestimmungen wir kommen, Horatio. Warum sollte nicht die Einbildungskraft den edlen Staub Alexanders verfolgen können, bis sie ihn findet, wo er ein Spundloch verstopft? Die Dinge so betrachten, hieße sie allzu genau betrachten. Zum Beispiel so. Alexander starb. Alexander ward begraben. Alexander verwandelte sich in Staub. Der Staub ist Erde. Aus Erde machen wir Lehm. Und warum sollte man nicht mit dem Lehm, worein er verwandelt ward, ein Bierfass verstopfen können?
der große Cäsar, tot und lehm geworden, verstopft ein Loch wohl vor dem rauen Norden. O, dass die Erde, der die Welt gebebt, vor Wind und Wetter eine Wand verklebt, vor Wind und Wetter eine Wand verklebt. Doch still, beiseit. Hier kommt der König, die Königin, der Hof. Wem folgen sie? Und mit so unvollständigen Feierlichkeiten? Ein Zeichen, dass die Leiche, der sie folgen, verzweiflungsvolle Hand an sich gelegt. Sie war von Stande. Lauern wir ein Weilchen und geben Acht.